Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Bevor wir weitermachen, kurz was vorneweg. Und zwar hat im letzten Part, das Loot, das ist im letzten Part, unter diversen Parts wurde ich immer wieder gefragt, ob ich denn auch Dragon Age Origins Awakening zocke. Falls ihr nicht wisst, das ist eine Erweiterung von Dragon Age Origins. Grundsätzlich bin ich dem nicht abgeneigt. Ja. Ne, sie sagt schon. Sache ist nur, ich besitze Awakening noch nicht. Müsste ich mir holen, würde ich machen. Was ich jetzt aber gern wissen würde, also sprich, wenn einer Awakening kennt und das weiß, in die Comments bitte damit. Ist Awakening so wie das Nacht des Raben DLC von Gothic 2, dass es zusätzliche Teile innerhalb der Handlung einfügt? Oder ist es wie das Dawnguard? Nee, mit Skyrim kann man es nicht vergleichen. Was ich halt sagen will, ist das was, was einfach das Spielgeschehen, die Hauptstory erweitert, oder ist es was völlig Neues, was nach der Hauptstory ansetzt? Weil, sollte ersteres der Fall sein, guckt, dass ich es wirklich schnell kriege, damit man, ist klar. Aber sollte es erst nach der Hauptstory einsetzen, oder überhaupt nach der Hauptstory anfangen, Wirkung zu zeigen, muss das ja auch nicht jetzt sofort sein. Also wenn das einer weiß, bitte in die Comments. Und, ja. Jetzt haben wir jetzt alles gefunden. Wunder. Beutel mit Asche. Wie war das nochmal? Beutel mit... Moment. Quests waren nicht da, wo es Sinn ergeben hätte, sondern auf... J. Ich habe keine Quest damit. Na, kommt vielleicht noch. Egal. Im letzten Part wollten wir zum Turm. Wurden dann von dunkler Brut aufgehalten. Okay, was haben wir hier? Genlock, Genlock, da ist ein Hörlock und ein Hörlock. Okay. Sollen alle hochkommen lassen? Gut. Dann erstmal die Genlocks ausschalten. Könnt ihr mal bitte von mir weggehen? Auf die Distanz wieder schneller Schuss. Oh, Level Up. Oder? Was war das? Ja, doch. Alles dann Level Up. Hallo? Schneller Schuss bitte an. Danke. Ja, du sagst es. So, ihr fallt da hinten von selber noch weiter. Na gut, von mir aus. Waffen wegstecken, bitte. Gut, dann halt nicht. Halt mal die Position. Wollte eigentlich... Na, egal. Machen wir es anders. Alle auf den da. Besser. Ich wusste, wir können nicht gut verlieren. Okay, der Genlock da oben will irgendwie nicht. So, jetzt will er. Bleib mal kurz hier unten stehen. Lass den Typen rumkommen. Na. Sehr schön. Da stand, glaube ich, noch ein Hörlock Alpha da oben. Ich kann es leider gerade nicht rauszoomen. Du gehst mal noch mit drauf. Jetzt erlebst du Hörlock Alpha! Ist wahrscheinlich ein bisschen übervorsichtig, weil ich glaube nicht, dass die nennenswerten Schaden an. Hallo? Ne, war nur noch ein Genlock. Hm, na egal. So, Position halten aus. Und auf den Genlock, bitte. Ja. Ich wusste, da war noch was. Hörlock Alpha? Hörlock Alpha. Ich hab bitte nicht die Aggro. Ja, gut, habe ich nicht. Okay. Dann, doof. Ja.
positionieren und wieder treffen. Hat der Magier so kassiert? Egal, Waffen wegstecken bitte. Und Level up. So, voll in Konsti. Du musst mehr aushalten. Bedrohen. Wo ist ein Verspotten? Hier. Ein präziser Schlag machen wir auch gleich an. Niemals Ruhe, oder? Nein, hat man nicht. Was ist denn jetzt? Was ist los? Was ist denn so bockig? So, ein präziser Schlag ist wie das Zielen für uns. Nur halt im Nahkampf. Ist das noch irgendwas? Loot? Technisch? Nö. Gut, dann rein in den Turm. Denn wir haben es ja eilig, ne? Man merkt's. Hier geht es gleich richtig Party. Deswegen mal bitte Position halten. Erreichst du die von hier? Weil der Magier kann ihn nicht durchschießen. Also der feindliche. Du müsstest ihn aber erreichen, oder? Nö, blockiert. Aber nur manchmal. Du hast das Schicksal herausgefordert. Oh komm, jetzt tritt doch mal. Wieso hast du Ziel nicht angemacht? Das. So, der schießt von da hinten. Du! Sehr schön. Okay, Position halten aus. Rein! Wie ihr. Lol, hat er Widerstand. Egal, der ist tot. So, okay. Da war doch, wo ist der Gesandte? Ah ja, Falle. Da ist der Gesandte, oder? Nee, ist normaler Hörlock. Hä? Hier noch irgendwas hatten irgendwo. Oh Gott, der ist ja fast tot. Wieso steht der Magier hier vorn? Nee, also das ist ja nicht der Magier. Ups. Dann nimm mal bitte. Hallo, hörtest du? Halt, falscher Knopf. So. Dann auf wen? Halt auf den Bogenschützen bitte erstmal. Hallo? Könntest du, bitte? So. Das ist auch ein Bogenschütze. Ah, shit. Da ist der Gesandte. Genlock war das bloß. Okay. Na dann, Kerngedanke. Rein! Will der wegrennen? Ich glaube nicht. Hier geblieben. Oh, das war ein Schildschlag. Na komm. Danke. Oh, der hat Lebenentzug gecastet. Das hätte ins Auge gehen können. Ein schwerer Kampf. Ich werde bestimmt ein paar Narben als Erinnerung daran zurückbehalten. Oh Gott, jetzt heul mal nicht rum, Mädel. Ja, die Sache ist nämlich, im Kampf schreien die gerne rum, weil... Du stehst auf dem Hörlock. Dem geköpften Hörlock. Egal. Nee, das ist kein Hörlock. Das ist ein geköpfter Mensch, oder? Ja, das ist ein Mensch. Oder das, was davon übrig ist. Egal. Im Kampf schreien die immer rum. Weil macht Sinn. Ist Kampfgeschehen. Doof ist ja nur, wenn der Kampf gerade endet und die Musik nicht mehr laut ist. So, hinter den Türen hier geht richtig die Party. Deswegen schön einen nach dem anderen aufmachen. Und nicht YOLO-mäßig reinrennen. Also, Position halten bitte. Türe auf und Abflug. Position halten aus und erstmal den Genlock ausschalten. Ja. Ich habe Aggro von dem Hörlock. Von zwei Hörlocks, das ist nicht gut. Egal. Nächster Genlock. Ah, ich habe keine Aggro mehr. Sehr gut.
Und letzter Genlock. Da. Na komm. Danke. So. Jetzt erstmal auf den Bogenschützen, bitte. So, und jetzt noch auf den hier. So. Waren das alle? Laut Karte müsst... Ups, das wollte ich nicht. Nein, du sollst. Danke. Wie ihr meint. Bisschen Geld. Was hast du dabei? Wundumschlag, das ist gut. Na, zwei sind noch drin. Na gut, machen wir die auch noch kurz. Seid ihr da? Herlock, Herlock. Okay. Sehr schön. Scheint weiter weg, als ich dachte. Haust du ab? So, und der letzte. Den Fall hat es ja voll verrissen. Okay. Damit wäre hier alles geklärt. Hinten scheint auch keins zu sein. Ruhe. Elfenwurzel. Wird erledigt. Silberarmband. Oh, Geschenk. Geschenke kann man benutzen, um die Freundschaft von Gruppenmitgliedern zu beeinflussen. Geld. Und ich habe ein Level Up. Eins in Consti. In Geschicklichkeit. Kann ich das schon machen? Ja, kann ich. Ich glaube, bis Stufe 2 sollte man es möglichst fix machen. Ja. Sonst ist die Alternative. Doppelschlag, zwei Waffenstreich, zwei Waffengeschick. Das wäre ganz nice. Das sowieso, aber das kann auch warten. Nee, ich glaube, ich mache erstmal Schloss knacken. Wobei Schloss knacken interessiert jetzt überhaupt nichts. Und ich glaube, bis zum nächsten Punkt, wo wir ein schweres Schloss kriegen, kriege ich nochmal ein Level Up. Ja. Gut, dann ist jetzt nur die Frage, erstmal auf Bogenschießen weiter. Das ist ein Anhalten, da muss es kann das nochmal. Wodurch hier Kosten auf Kosten der Schussgeschwindigkeit eine große Verteidigung erhält. Das Talent Meisterbogenschütze erhöht den. Nee. Das ist nicht gut, aber ich brauche halt Meisterbogenschütze. Krüppelnder Schuss. Reichweite sehr weit. Obwohl er nur normalen Schaden verursacht, schränkt dieser sorgfältig gezielte Schuss die Treffer Ziels ein, sodass er Angriffs- und Beteiligungswerte senkt. Ansonsten zerspringt der Schuss halt gut gegen große Ziele. Oder halt mal ein bisschen in zwei Waffen skillen. Frage ist dann, zwei Waffen geschickt, was natürlich erstmal gut wäre wegen den Verteidigungsboni vor allem, weil ich nicht so viel aushalte. Doppelschlag wäre halt gut. Ach nee, das ist einfach nur... Nee, ich krieg hinterhältige Angriffe ja immer hin, das lasse ich mal noch. Zwei Waffenstreich ist halt der Wirbel. Das wäre halt gut für viele Gegner und da mache ich das nie. Ich gehe meistens ja nur auf Einzelziele. So, und beim nächsten Level-Up kann dann Schloss knacken. So, nächste Kiste. Nochmal Geld. Okay, nächster Raum. Wir sind noch im Erdgeschoss, möchte ich anmerken. Wir müssen ganz hoch auf den Turm. Oh, noch mehr Party. Na dann kommt doch mal her. Und drauf. Moment, das lag heute Zauber. Das ist nicht gut. So, Nummer 1. Da ist ein Bogenschütze. Okay, geht immer auf die Nahkämpfe. Ich komme nicht um den Affen hier. So, mit dem werden die fertig. Bleib gefälligst. So. Gut, Erdgeschoss ist damit abgehakt. Und die Hälfte vom Part ist auch schon rum.
Egal, ich glaube, den Turm schafft man in dem Part noch, auch wenn da die Zeit doch relativ fix rumgeht, muss ich sagen. Beim Atem des Erbauers, was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. So, verspotten, dass es bringt nichts darüber zu wehklagen, wir müssen jetzt kämpfen. Ihr könnt ihnen sagen, dass wir am falschen Ort sind. ich hab zwar gesagt, ich soll mit Alistair flirten, aber... Ah, komm. Genau, es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis. Später werden wir darüber lachen. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Okay. So, und hier geht es gleich wirklich richtig die Party, deswegen... dürfen wir hier jetzt auf gar keinen Fall YOLO rein. Das habe ich doch schon mehrmals gesagt, aber diesmal meine ich es wirklich. So, links und rechts werden wir von jeweils zwei flankiert. Die schalten wir zuerst aus. Ruff! Hallo? Danke. So, du. Okay. Wegstecken, danke. Die nächsten beiden. Oh shit, ich hab halt noch. Ich hab sehentlich vergessen, Position halten auszumachen. Oh, egal. So, und. Schon Hörlocks. Allerdings nicht mehr lange. Jo, halt! Diesmal bleibt die hier. Waffen wegstecken. Danke. So, und jetzt geht der Spaß los. Alle auf diesen Hörlock, bitte. Halt, so. Ob ich die Akku habe? Ach du Scheiße. So, jetzt ist. Truff. Und der letzte. Moment. Aber um die Ecke warten noch sehr viele weitere auf uns. Nicht weglaufen. Und Waffen wegstecken kann ich euch wohl nicht überreden, was? Na gut. Nein, Moment. Der allein hat Aggro. Ah, das ist ein Schütze. Und ich glaube, Schützen sind nicht intelligent genug, um die Ecke zu laufen. Wie viel sind denn das noch? Das sind drei Genlocks. Zwei. Ne, das sind alles Genlocks. Okay. Dann jetzt gezielt rein, bitte. Ich bin dran. Das hier geht nicht gut für dich aus. Ups. Ups. Das wollte ich nicht. So, dann jetzt alle auf den da, bitte. Alle auf den da. Alle auf den. Oh Gott, der Magier. Echt, das ist nicht der Magier, verdammt. So, jetzt auf diesen Genlock, bitte. Auf diesen Genlock. Und auf diesen Genlock. So, okay. Aber das war's immer noch nicht. Geld, Geld und ein Tiefenpilz. So, speichern. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5. Du bist aber normaler Genlock. Okay. Dann jetzt bitte alle erstmal ein Stück da zurückziehen. Ja. Und dann drauf. Na komm. Vielleicht habt ihr das. Okay, jetzt auf die Affen.
geht auf den da und du... Jetzt mal ein Stück zurück und wechselst wieder auf den Bogen. Wo rennst du denn hin? So, der ist tot, also bitte alle auf den da. Ah, die haben doch ganz gut Schaden ausgeteilt. Ah, ich freue mich schon so drauf, einen Magier zu haben, der einen Heilzauber kann. Ohne Witz, Magier mit Heilzauber sind so wichtig. Also gut, wir kriegen hier... An sich sind Magier allgemein wichtig, deswegen kriegen wir ja auch einen, wenn wir selbst nicht einen spielen, den Zirkelmagier halt. Ich glaube auch, würden wir Magier spielen, hätten wir den nicht bekommen. Weil warum auch, wenn ja selber einer. Aber wie ich halt schon sagte, kann der leider keinen Heilzauber. Zumindest keiner, der ausgerüstet wäre. Nein. Hier. Da, Heilung. Mitunter wichtigster Spell. Und er kann ihn nicht. So. Nächstes Stockwerk. Hoffentlich ist Logan angriffsbereit, sobald wir das Signal entzündet haben. Der König verlässt sich auf uns. Moment, Rückzug. Alle. Ja, der kommt schon an. Okay. Und... Na. Drauf. Jawohl. Nächster. Es ist halt immer alles Schurken sein müssen. Oh Gott, Alice, das war's tot. Und ich hatte ihn gerade schon in den HP geskillt. So. Letzten Nahkämpfer. Wobei, der liegt am Boden. Das heißt, ich gehe schon mal auf, den Fernkämpfer. Und du bitte auch. So, du steckst fest. Den da, sehr gut. Oh, da war noch einer. Egal, der eine kriegt den Kugelhaut, oder? So, okay. Eure Fläschchen. Malachit. Wie ihr meint. Todeswurzelextrakt. Ah ja, auch richtig geil. Ein Waffenständer. Man halte fest. Voll mit Schwertern. Was kriege ich? Einen Dolch. Und so einen normalen. Ach, es ging die Stelle raus. Okay, warte dann. Machen wir nicht mal Position halten. Sondern wir gehen jetzt bitte alle auf diesen Genlock. Sehr schön. Der Hebel da drüben. Er lässt die Hunde los. Lass die Hunde los. Und was machst du denn hier, Kumpel? So, okay, nächster. Der da greift uns an. Die mit den Hunden abgelenkt sind, auf die müssen wir doch nicht gehen, die auf uns Aqua haben, sind erstmal wichtig. Weil, das ist logisch, weil die schaden uns, weil die uns Schaden machen. So, greift gerade doch uns einer an, die sind alle mit den Hunden beschäftigt. Okay, dann alle auf den hier jetzt bitte. Okay. Achso, da ist ja noch einer da. Ups. Oh, sogar ein Alpha. Dann kriegen die auch so. Was hast du dabei? Noch mehr Geld. Speichern. Kurz hochregen. Und weiter geht die Party.
Immer die... Diese dunkle Brut. Da steckt System dahinter. Na, wenn du meinst. So, und drauf. Die Hunde kümmern sich dann um die da drin. Ach nee, du bist ein Tier, lol. Oh, der lebt noch. Ich kann auf die Distanz daneben schießen, Mädel. Oh Gott, da kommen wir noch mehr. Okay, dann jetzt bitte auf den Hörlock. Da, wo schießt denn du hin? Au. Okay. Letzter. Oh, da war noch einer. Oh, das ist ein Schütze, der auf uns ballert. Ich glaube, sagt. So. So, was haben wir da? Hörlock, Hörlock. Nur die zwei? Okay. Da am Türrahmen. Ach nee, da am Türrahmen steht einer. Wobei, da beschränken mal wir beide uns drauf. Es langt. Hallo? Ruf? Danke. So, jetzt aber. Na Leute, sind schon alle tot. Nicht ganz, der lebt noch. So, war's das jetzt? Nee, die Tür ist noch zu. Aber gut, die Hunde lösen sich ja nicht auf. Sehr schön. Das heißt, wir können gerade so gut erstmal alles looten. Gibt nämlich wieder ein bisschen was. So, da ist eine Kiste. Verletzungsausrüstung, das ist sehr gut. Auch wenn ich hoffe, dass wir die nicht brauchen. Ist trotzdem nicht ausgeschlossen. So, hier irgendwas. Nochmal eine Kiste. Wie ihr meint. Jetzt haben wir die Verletzungsausrüstung, aber... Auch wenn es bloß schwache sind. Sollte man mehr als eine Schwache brauchen, ist das überhaupt nicht gut. Aber passieren kann es halt immer mal und deswegen. So, das sind ein paar Hörlocks und ein paar... Ne, nur zwei Hörlocks. Okay, dann gebe ich dich jetzt ein Kommando. Das riecht auch so auf die Rille. Ne, sind drei sogar. Und wo sind die Hunde? Sind doch Genlocks. Nein, nicht die Tür. Den da. Wir mal gelenkt ihn da hinten so lange ab. Doch, wenn er macht von mir aus. Stimmt so. Gut. Kiste. Ja. Hätte ich mal in Schlossknacken geskillt. Und instant gepunished. Wow. Oh, ein Waffenständer. Voll mit Schwertern. Axt. Spaß. Dürfen nicht so ernst nehmen. Richtig dumm ist es. Richtig dumm ist eigentlich nur das, worauf ich eigentlich gehofft habe. Denn in dem Waffenständer lootet man auch gerne mal Pfeile. Und das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Nee, das mit der Axt und dem Dolch war unerwartet. Ich habe bisher nämlich immer nur Pfeile aus den Waffenständern bekommen. Hi. Ja, Oger. Was macht ein Oger aus? Ein Oger macht aus, dass er viel zu viel aushält und viel zu viel Schaden macht. Deswegen, im Raum verteilen. Zu Befehl.
Ah ja, ganz vergessen. Im Raum verteilen und Position halten. Und dann holzen alle drauf, während einer die Aggro zieht und der... Ah, scheiße. Ja, lässt du mich mal los, bitte? Danke. So, und jetzt wegrennen. Verletzungsausrüstung. Und weiter wegrennen. Wutumschlag meine ich. So, jetzt einfach, rennen einfach alle weg. Rennen einfach, ich einfach im Kreis, werden alle anderen draufholzen. Super Pussy-Taktik. Aber leider die einzige effektive, weil das Ding halt im jetzigen Moment des Spiels ziemlich gut austeilt. Oh, Akrowechsel. Der Verlangsamungszauber ist natürlich sehr gut. Der mag den Rücken allerdings schon selbst, deswegen... Hallo, drauf. Deswegen passt das. Ich könnte Alistair jetzt auch einen Bogen in die Hand drücken, mache ich aber nicht. Das klappt auch so. Machen wir das mal. Nein, er kriegt keine Aggro mehr. Oh lol, die Reichweite. Ah, er ist wieder Aggro. Nein, doch nicht. Okay. Hey, du kommst hier nicht ran. Bist zu groß und langsam. Und fett nicht zu vergessen. Okay, ja. So kriegt man den Ogre einigermaßen unfallfrei kaputt. Wir müssen das Signal verpassen. So kriegt man den Ogre einigermaßen unfallfrei kaputt, weil... Schnell, entzünden wir es, bevor es zu spät ist. Ihr habt ja gesehen, wie übel der am Anfang des Spiels austeicht. Havards Aegis, schwere Kettenrüstung, die kriegt Alistair. Denn Alistair ist unser Tank. Und braucht noch mehr Stärke. Ach du Scheiße, braucht ihr viel Stärke für. Kettenrüstung unterscheidet sich nicht von der Bänderrüstung. Okay. Das sind alles leichte Rüstungen. Das bringt uns nicht. Die Kettenrüstungshandschuhe sind sogar schlechter als... Also, graue Eisen. Das ist nur normales Eisen. Die sind identisch. Gibt es vielleicht einen Gegenstandszeitbonus für das? Na egal. Der Schild, den wir gerade gekriegt haben, braucht auch Stärke. Oh, aber der ist geil. Okay, 22 Stärke. Alistair hat mindestens 20. Das heißt, beim nächsten Level up... Ja, beim nächsten Level up 2 Punkte in Stärke, alles klar. Gut, noch irgendwas, was wir looten können? Nein? Nein, okay. Dann zackig Leuchtfeuer entzünden. Wiegst dich mal wieder. Nö. Na egal. Natürlich.